Moin Community, kommen wir zur schnellen Regelerklärung von Architekten des Westfrankenreichs. Ich habe schon eine lange Regelerklärung für euch, aber jetzt, für alle, die nicht lange schauen wollen, gibt es die schnelle. Los geht's! Der Spielablauf. Der Startspieler beginnt, platziert ein Männchen, führt die Aktion durch, kriegt einen Stein, dann ist der nächste Spieler dran. Platziert ihn zum Beispiel auf dem Wald, bekommt ein Holz, der nächste Spieler ist dran. Dann Lila kriegt 2 Geld und der nächste Spieler ist dran. Dann ist Blau dran, bekommt 2 Lehm und der nächste Spieler ist dran. Dann ist wieder Grün dran. Grün platziert sein zweites Männchen auf den Steinbruch. Dadurch bekommt er 2 Stein und Gelb ist wieder dran. Sprich, die Runden gehen alle sehr schnell. Man hat 3 unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Einsatzmöglichkeit 1 auf einem großen Kreis. Hier dürfen so viele Arbeiter von unterschiedlichen Spielern stehen, wie ihr wollt. Dann gibt es die kleinen Felder. Hier darf jeweils nur ein Männchen stehen. Und zu guter Letzt, in der Zunfthalle platziert man die Männchen liegend und da bekommt man sie auch auf keinen Fall wieder. Hier werden sie der Reihe nach platziert. In dem Fall bis zu 4 Spieler, dann die nächste Reihe 4 Spieler, wieder 4 Spieler, wieder 4 Spieler und sind wir hier unten angekommen, sprich wir haben 20 Figuren platziert, dann geht das Spiel in seine letzte Runde. Im Bergwerk Steinbruch, Wald und Silberschmiede platziert man seine Männchen, dann schaut man, wie viele eigene Arbeiter stehen da und bekommt man die dementsprechende Ware. Hier oben hat man die Wahl, entweder nimmt man Lehm oder Gold, man kann es nicht mischen. Kommen wir zum königlichen Lager. Platziert man ein Männchen, hat man die Auswahl, gibt man 2 dieser 3 Sorten ab, bekommt man eine Tugend. Gibt man 3 dieser 2 Sorten ab, bekommt man ein Marmor. Hat man später Lehrlinge, hat man noch mehr Optionsmöglichkeiten. Wie zum Beispiel hier 3 Gold abgeben und ein Marmor. Für jede Figur, die hier steht, hat man die Option, eine der möglichen Aktionen durchzuführen. Man kann auch eine Aktion mehrfach durchführen. In der Werkstatt hat man 2 Optionen. Für 4 Geld kann man sich einen Lehrling aussuchen. Von diesen 4 Geld gehen 2 ins Steueramt. Das sind die bronzefarbenen und die braunen gehen in den allgemeinen Vorrat. Steht hier ein Männchen, darf man nur die beiden nehmen. Stehen hier 2 Männchen, hat man die Auswahl zwischen diesen 4, stehen 3, 6, stehen 4, 8. Möchte man trotzdem größere Auswahl haben und ich möchte entweder die oder die Karte nehmen, muss ich jeweils einen Taler platzieren, dann darf man diese Karte nehmen, die andere Karte rückt auf und es wird aufgefüllt. Die Goldtaler bleiben so lange liegen, bis die Lehrlinge genommen werden. Die Lehrlingsfähigkeiten werden super gut im Appendix beschrieben. Schaut einfach rein. Jeder Spieler darf nur 5 Lehrlinge vor sich liegen haben. Kommt ein 6. dazu, muss man sich von einem trennen. Es ist auch möglich, gleiche Lehrlinge in seinem Repertoire zu haben. Möglichkeit 2 hier. Man platziert ein Männchen und nimmt sich ein Gebäude. Stehen hier 2 Männchen, darf man sich 2 Gebäude nehmen. Bei 5, 3 und so weiter und so fort. Gebäudekarten darf man maximal 6 Karten auf der Hand haben. Der Marktplatz. Man platziert ein Männchen, gibt ein Geld ab. Das erste Geld gehört immer ins Steueramt und darf dann eine Arbeitergruppe eines Spielers, auch die eigenen, von einem Feld seiner Wahl nehmen. Zum Beispiel, ich nehme meine eigenen zurück. Nimmt man Fremde, kommen sie in das Gefängnis. Andere Möglichkeit, ich platziere schon das zweite Männchen, bezahle 1 Gold fürs erste Männchen ins Steueramt, das zweite in den allgemeinen Vorrat und darf jetzt 2 unterschiedliche Arbeitergruppen in einem Gebiet meiner Wahl nehmen. Ich nehme einmal die blauen, die nehme ich gefangen und die grünen nehme ich zurück. Weil, ganz wichtig, wenn man keine Arbeiter mehr hier hat, dann muss man einen Sonderzug machen und einen Arbeiter vom Feld zurücknehmen. Das ist immer blöd, dadurch verliert man einen Zug und darum sollte man auch ab und an seine eigenen Arbeiter zurücknehmen, wenn es hier knapp wird. Das Steueramt.
Man platziert ein Männchen, man verliert zwei Tugend, dann bekommt man das ganze Geld vom Steueramt. Juhu! Und der nächste Spieler ist dran. Der Schwarzmarkt. Man platziert zum Beispiel hier ein Männchen, muss ein Geld in allgemeinen Vorrat geben, verliert eine Tugend und bekommt dafür ein Marmor. Jemand platziert hier sein Männchen, gibt eine Tugend ab, gibt zwei Geld in allgemeinen Vorrat ab und darf sich dann einen Lehrling nehmen und vor sich platzieren. Zweite Möglichkeit, 5 Bauwerke nehmen, eine davon aussuchen und den Rest unter den Stapel. Die andere Position auf dem Schwarzmarkt erlaubt es, diese 4 Sachen zu nehmen. Dafür muss man aber auch 3 Geld abgeben und eine Tugend. Sollte einmal auf jedem Feld ein Männchen stehen, wird der Schwarzmarkt zurückgesetzt. Dazu kommen wir später. Kommen wir zum Wachhaus. Pro Männchen eine Aktion. Einmal das hier oben, gefangen genommene Leute hier reinpacken und für jedes Männchen ein Geld nehmen. Also 4 Geld für mich. Oder andere Aktionsmöglichkeit, alle aus dem Wachhaus von seiner Sorte wieder zurück in den allgemeinen Vorrat packen. Oder man gibt 5 Geld aus, 2 in die Steuerkasse, 3 in den allgemeinen Vorrat und kriegt seine gefangenen Männchen wieder zurück von anderen Spielertableaus. Oder wenn man kein Geld hat, nimmt man sich einen Schuldschein, der gibt am Spielende 2 Minuspunkte und man verliert eine Tugend, dann bekommt man auch seine gefangenen Leute wieder. Und zu guter Letzt, man bezahlt 6 Geld, 3 ins Steueramt, 3 allgemeinen Vorrat und sein Schuldschein wird zerrissen, man dreht ihn um und bekommt eine Tugend dafür. Der Blitz bedeutet Sofortaktion, die Fahne bedeutet am Spielende. Die Zunfthalle. Man platziert ein Männchen und hat 2 Auswahlmöglichkeiten. Entweder baut man ein Gebäude, die man auf der Hand hat. Um ein Gebäude zu bauen, benötigt man diese Baustoffe, gibt sie wieder ab. Das sind 3 Siegpunkte am Spielende und das ist eine spezielle Aktion am Spielende. Alle Informationen zu Gebäuden findet ihr im Appendix unter Gebäudeeffekte. Manche Gebäude benötigen auch spezielle Lehrlinge, die ihr vor euch liegen haben müsst. Diese Lehrlinge müssen dann diese 2 Symbole haben. Hier haben wir einmal das Symbol und da haben wir das Symbol. Gebäude darf man so viele bauen, wie man möchte. Da gibt es keine Begrenzung. Eine andere Möglichkeit ist es, an der Kathedrale zu bauen. Dafür gibt man im ersten Step eine Gebäudekarte ab und ein Gold. Dann kann man seinen Stein nach oben schieben. Der nächste Step benötigt das, hier, hier und zu guter Letzt das. Man baut sich immer weiter nach oben. Sollten hier die Plätze blockiert sein von anderen Spielern, muss man warten, bis einer aufrückt. Ganz zum Schluss kann nur einer die 20 Siegpunkte erreichen. Immer wenn man an der Kathedrale gearbeitet hat, darf man sich eine Belohnungskarte nehmen. Die Tugendleiste bringt am Spielende Siegpunkte oder Minuspunkte, je nachdem, wo man steht. Ist man bei 10 oder höher, darf man nicht mehr zum Schwarzmarkt gehen. Ist man bei 4 oder niedriger, darf man nicht mehr an der Kathedrale bauen. Hier unten gibt es Vorteile. Hier muss man keine Sachen mehr ins Steueramt zahlen. Sollte man unter 0 sinken, bekommt man automatisch noch einen Schuldschein. Und sollte man über 14 gehen, wird ein Schuldschein sofort zerrissen. Schwarzmarkt zurücksetzen. Es gibt 2 Arten, wie der Schwarzmarkt zurückgesetzt wird. Möglichkeit 1. Sobald ein Männchen hier hingelegt wird, wird der Schwarzmarkt zurückgesetzt, egal wie viele Männchen hier stehen. Und wenn ein Männchen hier hingelegt wird, wird das auch zurückgesetzt. Oder es stehen 3 Männchen hier, dann passiert Folgendes. Alle 3 Männchen vom Schwarzmarkt kommen ins Gefängnis. Die oberste Karte wird umgedreht. Es gibt also neue kleine Sachen und neue große Sachen. Und das Gefängnis wird abgerechnet. Jeder, der 3 oder mehr Arbeiter drin hat, sprich grün, verliert eine Tugend, blau verliert eine Tugend. Und wer am meisten im Gefängnis hat, bekommt nochmal einen Schuldschein. Das Spiel endet, sobald hier 20 Arbeiter liegen. Danach ist jeder noch einmal dran und man darf weiterhin auch Arbeiter hier hinlegen. Wenn ich das Spiel beende,
sind alle drei Mitspieler nochmal dran und ich auch. Die Endwertung. Es werden alle Gebäudekarten gezählt, die Siegpunkte oben rechts. Dann wird gezählt, wie viel bringt die Kathedrale, wie viel bringt die Tugendleiste. Minus 2 Punkte je Schuldschein. Edle Waren, Gold und Marmor bringen jeweils 1. 10 Geld bringt jeweils 1. Und je 2 Männchen im Gefängnis bringen Minuspunkte. Und einige Gebäude bringen am Spielende auch nochmal Siegpunkte. Wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ich hoffe, die schnelle Regelerklärung hat euch gefallen. Schaut gerne auch meine lange Regelerklärung, mein Unboxing oder mein Let's Play oder andere Videos auf meinem Kanal. Ganz liebe Grüße.